vlak was een Vlaamse die of drasspoel die rent ter blad. Ik heb jongen de avond al in eerst. Ik heb het eerst in de ter vlak. Ik heb het vlak met zijn vlak zit te boven. Nou, is dan een vlak een Vlaamse die in zeichtere wasser met veel zonlicht licht wächst. Lange Palmwedel fangen das Licht ab, bevor es die kleinen Pflanzen auf dem Meeresboden erreicht. Werden sich die Blätter noch essbar verändern als Baumaterial.
weiß ja, dass sich die meisten Wände, nicht sogar alle einheimischen Tierarten, durch Eier lagern werden. Eier können auf dem Meeresboden liegen, unter Geröll begraben oder sogar in Felsspalten gefunden werden. Verschiedene Arten bevorzugen wahrscheinlich verschiedene Biome als Nistplatz. Eier, die in freier Wildbahn entdeckt wurden, befinden sich in Form von natürlicher Stase und warten wahrscheinlich auf die idealen Bedingungen zum Ausschlüpfen oder auf die Abgabe eines entscheidenden Enzyms, das den Prozess in Gang setzt. Es ist unmöglich, die Tierart eines Eiers von außen zu ermitteln. Es könnte jedoch möglich sein, eine Schlüpfreaktion zu simulieren, wenn ein Ei in einem geeigneten Lebensform Zuchtbehälter verlegt wird. Das System der Rettungskapsel in Betrieb startet vollständige Umweltanalyse und Speicherergebnis. In der Datenbank geologische Daten 4546b. Silver-based wiring kits are an essential component of many habitat modules.
oxygen. Range scans suggest this biome supports extensive biodiversity and connects to a number of small cave networks. Flaschmeter. Machen wir.